Frohe Ostern! Hallo, liebe Deutschlernende! Heute ist ein wunderschöner Ostermontag und ich habe ein paar Deutsche gefragt, was es mit Ostern auf sich hat. Viel Spaß mit diesem Video! Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil! Ich klappe. Es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Ja, ich habe versucht, mehrere Deutsche zu interviewen und es scheint so, als sind die Deutschen sehr kamerascheu. Ich habe mehrere Leute gefragt und die meisten wollen nicht gefilmt werden. Zum Glück habe ich zwei mutige Menschen gefunden, die mir die Fragen beantworten und diese Menschen werden euch jetzt erklären, was es mit Ostern auf sich hat. Erzähl doch einfach mal, was machst du traditionell an Ostern oder was assoziierst du mit Ostern? Kannst du mich bitte mitkommen? Was machst du also an Ostern? Ich bin nicht so streng religiös, also ich kann da nicht viel machen. Okay, also und als Nicht-Religiöser, was macht man an Ostern? Wir treffen uns eigentlich immer nur mit der Familie. Mhm. Essen dann zusammen irgendwie Lammbraten. Ah, okay. Ja. Und dann suchen wir Ostereier. Ja. Ah, okay. Okay. Also eher kommerziell als richtig religiös. Ja, ja. Genau. Also das mit den Ostereiersuchen, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, viele Menschen aus anderen Kulturen, die feiern das anders oder feiern das auf andere Art und Weise. Das heißt, was machen wir beim Ostereiersuchen oder was erzählen wir unseren Kindern? Jetzt mit dem Osterhasen. Ja, jemand, der noch nie von Ostern gehört hat oder noch nie vom Ostereiersuchen gehört hat, was würdet ihr demjenigen erzählen? Na, am Karfreitag wurde ja Jesus gekreuzigt. Mhm. Und drei Tage später, am Ostersonntag, ist er wieder auferstanden. Und man feiert halt am Ostersonntag und Ostermontag. Mhm. Und weiß ich nicht. Ja, und dann suchen wir Eier. Ja. Aus irgendeinem Grund, den wir selber eigentlich gar nicht genau wissen, aber wir suchen Eier, um das zu übertragen. Ich weiß eigentlich auch nicht, ja. So wie mit dem Weihnachtsmann. Genau. Das hat ja auch nichts wirklich mit der Religion zu tun. Genau, guter Punkt. Guter Punkt. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Das war das Interview. Ich wünschte, mehr Leute hätten sich bereit erklärt, gefilmt zu werden und meine Fragen zu beantworten. Aber immerhin besser als nichts. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!